Astrobeam hat einen super interessanten Worker-Bumping-Mechanismus, bei dem man Bienen von besetzten Feldern wegschubsen kann und die damit auflevelt. Und Astrobienen und ein paar andere Neuheiten haben wir uns für euch schon mal genauer angeschaut. Und ja, das Wegschubsen hier ist schon mal eins der interessanteren Eurogames, die wir heute für euch vorstellen. Es ist viel los dieses Jahr. Vieles, was ihr nicht verpassen solltet an Spielen und Events. Wir sind Alex und Tobi von den Board Game Pirates. Und in den nächsten 20 Minuten haben wir nicht nur ziemlich coole Spiele-Neuheiten, die wir euch zeigen, sondern auch ein Spiel, das ihr gewinnen könnt, das in Deutschland noch fast niemand hat. Ja, und wir zeigen euch jetzt in 3 Blöcken 7 Spiele, die jetzt in Deutschland lokalisiert werden. 6 Kracher, Spiele-Neuheiten und alle Events, die ihr auf jeden Fall auf dem Schirm haben solltet. Starten wir mit den Lokalisierungen von Spielen, die es schon in anderen Sprachen gibt und die jetzt bald auf Deutsch rauskommen. In unserem letzten Video haben wir schon über 2 Spielerspiele gesprochen und hier kommen jetzt auch direkt 2 davon auf Deutsch raus. Eins unserer 2 Spielerknaller ist auf jeden Fall Sky Team und das erscheint jetzt im Frühjahr bei Cosmos und es ist ein kooperatives Spiel, in dem ihr ohne miteinander zu sprechen Würfel in einem Cockpit platzieren müsst und dann gemeinsam im Flugzeug landen müsst. Und ich finde es mega spannend und bringt echt auch ein cooles Teamgefühl mit sich beim Zocken, wenn man es dann irgendwie am Ende des Tages geschafft oder nicht geschafft hat. Und außerdem kommt auch Dracula vs. Van Helsing bei MM-Spiele raus. Und das ist auch ein schönes 2-Spieler-Spiel, nicht kooperativ, sondern da gibt es einen harten Kampf, bei dem Dracula die Stadtbewohner zu Vampiren verwandeln will und Van Helsing ihn dabei eben aufhalten möchte. Und ja, über beide Spiele sprechen wir schon in unserem 2-Spieler-Video, 2-Spieler-Spiele-Video und das könnt ihr euch hier oben oder unten in der Videobeschreibung angucken. Das nächste Spiel ist eine Fortsetzung von einem Spiel, das viele von euch wahrscheinlich schon kennen. Und es ist wirklich schon 5 Jahre her, dass das Vorgängerspiel rauskam, nämlich Everdell. Everdell. Everdell? Everdell? Alle sprechen immer von Everdell. Ein Spiel mit süßen Waldtieren und einem riesigen Pappbaum, dem Evertree. Und im neuen Spiel wurde aus dem Baum ein Leuchtturm und aus der Waldwelt wurde eine Küstenwelt in Everdell Farshore. Ja, das hat von uns beiden bisher nur ich gespielt. Tobi ist leider noch nicht dazu gekommen. Ja, ich bin noch gespannt, aber erzähl mal. Ja, einigen Brettspiel-YouTubern hat das Spiel nicht ganz so gut gefallen und die bevorzugen das originale Everdell. Und ich muss sagen, ich persönlich auch. Mir gefällt auch das Original Everdell besser, aber mir gefällt auch Everdell Farshore sehr gut und deswegen freue ich mich, dass es jetzt auch auf Deutsch kommt. Denn in manchen Situationen ist das Original Everdell vielleicht einfach zu viel. Wir hatten das auch mal im Skiurlaub mit bei der Familie und da kam so das Feedback, oh, schon ein bisschen kleinteilig und lang. Und Farshore ist einfach schneller aufgebaut, es ist alles klarer, die Karten sind einfacher gestaltet, es gibt weniger Text zu lesen, man kommt schneller rein. Und ja, insofern glaube ich, für so Gelegenheitsspieler könnte Everdell Farshore tatsächlich das bessere Everdell sein. Und es erscheint jetzt demnächst bei Pegasus, vielleicht ist sogar schon draußen, wenn ihr dieses Video seht. Bei unseren Messe-Highlights 2023 haben wir schon auf dieses Spiel hingewiesen. Drachen werden dieses Jahr, glaube ich, auch noch woanders eine größere Rolle spielen. Aber in Veil of Eternity fängt und zähmt man nämlich Fabelwesen und Drachen, mit denen man dann in so ausgeklügelten Kombos jede Runde Punkte bekommt. Und auch darüber haben wir auch schon einen eigenen Beitrag in unserem anderen Video. Und Veil of Eternity wird jetzt bei Pegasus erscheinen. Und ich glaube, da werden sich schon viele von euch drauf freuen, denn auf der Spielemesse hat das echt schon für Begeisterung gesorgt und ist, glaube ich, aktuell überall restlos ausverkauft. Eins der wahrscheinlich größten Spiele, die dieses Jahr auf Deutsch rauskommen, ist Astrobienen, das ja, bei Feuerland erscheinen wird. Wir haben das englische Original gespielt unter dem Namen Apiary auf der Spielemesse letztes Jahr.
und haben seitdem auch ein paar Mal auf den Tisch gebracht. Und bisher waren eigentlich alle begeistert, mit denen wir das ausprobiert haben. Ja, also das letzte Mal hat es auch richtig Bock gemacht. Wieder haben wir sogar zu fünf gespielt. Mhm. Und du hast so viele Dinge, die du machen kannst. Ressourcen sammeln, Planeten erkunden und dann mit erworbenen Ressourcen und Honig Siegpunkte machen. Und ich finde es super spannend und vor allem dieser Bumping-Mechanismus, der ist irgendwie besonders, dass man die Bienen aufleveln kann und dann mit, wenn die Level 4 sind, nochmal so eine Mega-Aktion machen kann, die einem dann was Cooles bringt. Genau, das ist wirklich speziell an dem Spiel, was es auch interaktiv macht, dass wenn man fremde Spielfiguren verdrängt, man denen dann damit einen Benefit gibt. Das macht das Spiel sehr besonders und daher können wir es auf jeden Fall empfehlen, sich das anzuschauen bei Feuerland. So, alle Fans des Dune-Universums können jetzt aufpassen, denn Dune Imperium Uprising kommt jetzt raus. Darauf könnt ihr euch freuen. Es ist ein neues, eigenständiges Spiel, das viele Gemeinsamkeiten mit dem Original Dune Imperium aus 2020 hat, aber unabhängig davon gespielt werden kann. Und Dune ist eh schon ein episches Spiel, bei dem man sich einen Deckbau aufbaut, Aktionskarten ausspielt, seine Leute losschickt und Krieg führt, um am Ende den Planeten Arrakis irgendwie für sich zu gewinnen. Und Dune Imperium Uprising soll das Spiel jetzt irgendwie noch besser machen. Wir haben es zwar noch selber nicht gespielt, aber ich denke mal schon, dass wir uns das irgendwie nochmal anschauen werden. Es soll jetzt im April bei Asmodee erscheinen und der Sven vom Brettballett, der hat schon einen ausführlichen Beitrag darüber auf seinem Kanal, den könnt ihr euch unten in der Videobeschreibung anschauen. Der war auch sehr begeistert davon, daher bin ich sehr gespannt. Dann müssen wir uns irgendwie auch angucken, glaube ich. Ein kleines Kartenspiel, das wir seit der letzten Spielemesse buchstäblich rauf und runter gezockt haben, erscheint jetzt im Herbst dieses Jahres bei Cosmos, und zwar Faraway. Das ist ein Kennerspiel mit eigentlich einfachen Regeln, bei denen man aber ganz schön um die Ecke oder in die Ferne denken muss. Und zwar reihum spielt da jeder Spieler oder Spielerin Karten vor sich aus, also jeder bildet seine eigene Kartenreihe. Und die Karten bringen dann meistens Punkte für Symbole, die wiederum auf anderen Karten aufgedruckt sind, die man sammeln muss. Zum Beispiel für Ananasse oder Stiere. Aha. Und der Clou an dem Ganzen ist, dass am Ende der Runde alle Karten, die man vor sich liegen hat, zugedeckt werden und dann von rechts nach links, also in umgekehrter Reihenfolge, wieder aufgedeckt und gewertet werden. Mhm. Und jetzt, wenn ich jetzt beispielsweise rechts eine Karte liegen habe, die mir 3 Punkte für jede Ananas bringt, die ich irgendwo aufgedruckt habe. Naja, aber die Ananaskarten, die liegen alle noch verdeckt da, dann bekomme ich 0 Punkte, weil ich sehe ja keine aufgedruckten Ananasse. Und das ist eben das, was das Spiel so tricky macht, dass man da vorab planen muss. Das heißt, ich müsste meine Ananaskarten erst am Ende spielen, damit sie dann rechts liegen, und die Punktekarten davor spielen, damit sie dann liegen. Und also ja, am Anfang ist es irgendwie so. Man darf sich auch echt nicht ärgern, wenn man das jetzt zum ersten Mal spielt und dann ist man so total, oh Gott, ich habe das alles falsch gemacht. Also ich glaube, so 1-2 Runden zum Reinkommen und danach macht das echt richtig Spaß und dann wird man immer süchtiger danach, den Highscore zu knacken. Ja, wir haben es auch mit zu meiner Familie genommen und da war es genau so am Anfang, hä? Und dann lass es nochmal auf den Tisch bringen. Daher hoher Suchtfaktor. Wir durften es auch nicht mehr wieder mit nach Hause nehmen. Wir mussten es direkt da lassen. Stimmt, wir mussten es dort lassen und uns ein neues Exemplar bestellen. Wo kommt das jetzt raus? Das erscheint im Herbst bei Cosmos. Evacuation erscheint dieses Jahr bei Pegasus. Und thematisch müssen wir die komplette Erde evakuieren. Ja, wie soll es auch anders sein, weil sie durch Global Warming verbrannt wird und nichts mehr überbleibt. Wir spielen eins von 4 Völkern, die darum wetteifern, über 4 Jahre die beste neue Welt aufzubauen. Dazu gehört eine funktionierende Wirtschaft, genauso wie Entertainment, Leute glücklich zu machen. Und man sollte möglichst alles in der richtigen Zeit und jeden aus der alten Welt evakuieren und mit in die neue Welt nehmen, weil ansonsten kriegt man am Ende des Spiels Strafpunkte. Der Mechanismus ist Action Selection. Man wählt also in jedem Zug eine von 8 möglichen Aktionen, in der erweiterten Variante sogar noch mehr.
Man kann da Fabriken bauen, Ressourcen sammeln, forschen, Raumschiffe bauen und so weiter. Das Spiel ist komplex und fühlt sich nicht unbedingt belohnt an. Da waren wir uns nach der Erstpartie irgendwie auch schon einig. Wenn man die alte Welt evakuiert, dann evakuiert man auch Fabriken und verringert damit dann die Produktion in der alten Welt, kriegt dann dafür aber mehr in der neuen Welt. Und wenn man das nicht rechtzeitig irgendwie balanced, dann hat man irgendwie später ein Problem. Und ist aber trotzdem eben eine spannende Herausforderung. Und ja, ich würde sagen, das macht das Spiel irgendwie auch besonders. Und erscheint auch wieder bei Pegasus, ist mir gerade aufgefallen. Also bringt echt Pegasus, viel was ist los bei euch? Jahr. Geht ab. Das ist ein Auszug an Lokalisierungen, die wir euch für 2024 aktuell ans Herz legen können. Da wird natürlich noch mehr rauskommen. Spätestens im Herbst kommen dann da noch mehr News von uns. Lasst uns gerne ein Abo da, um da auch nichts zu verpassen. Und bevor wir jetzt zu den Spielen kommen, die 2024 komplett neu erscheinen, also nicht nur lokalisiert werden, sondern ganz neu rauskommen, haben wir ja noch ein Giveaway für euch. Und zwar, wenn ihr es nicht erwarten könnt, dass Faraway im Herbst bei Cosmos erscheint. Haben wir ja eins. Genau, haben wir hier die französische Ausgabe, die aber komplett sprachneutral ist. Und die Regeln findet man im Netz auch auf Deutsch. Wenn ihr das gewinnen wollt, dann macht sehr gerne mit bei uns und kommentiert einfach unter diesem Video mit Hashtag Faraway bis 29.02. Den Gewinner oder die Gewinnerin verlosen wir dann am Tag nach dem Gewinnspielende und verkünden ihn oder sie unter diesem Video. Viel Glück! So, kommen wir zu den neuen Krachern des Jahres. Flügelschlag als Kennerspiel des Jahres 2019 bekommt jetzt endlich einen Nachfolger und das schon ziemlich bald. Von vielen wird das Spiel Flügelschlag als einer der besten überhaupt gefeiert und auf der Plattform BoardGameGeek, da ist es glaube ich irgendwie sogar Nummer 25 der besten Spiele der Welt, die es je gegeben hat. Und naja, uns hat das Thema der Vögel irgendwie nicht so wirklich interessiert und gereizt. Wir dachten uns ja, was gibt es da schon für Unterschiede zwischen Star-Elster oder Kaiserspalier? Und die Fortsetzung des Spiels Schwingenschlag dreht sich jetzt aber um ganz andere Wesen. Die sind nämlich deutlich spannender und das sind Drachen. Bunt, niedlich, gefährlich und ja, alles, was man sich wünschen kann, kann man dann dort eben auch spielen. Wahrscheinlich gibt es auch Eier, die dann legen oder was? Ja, ja, geht. Und ja, man baut sich dann Höhlenlabyrinth und lockt da schöne und mächtige Drachen an. Und die Mechanik soll der von Flügelschlag sehr ähneln und soll aber auch nochmal eine Spur komplexer, aber auch interaktiver sein. Es gibt jetzt schon ein paar Videos dazu, die haben wir euch unten verlinkt und ja, wir freuen uns drauf, auf jeden Fall ein bisschen mehr als... Ich glaube, ich noch mehr als du. ...als Flügelschlag. Wir schauen uns das für euch an. Ja, auf jeden Fall. Wo wir gerade bei Nachfolgern sind, ein weiteres Spiel erhält einen Nachfolger. Und zwar ein kleines, feines Spiel aus dem Jahr 2022, das letztes Jahr auch zum Spiel des Jahres nominiert wurde, nämlich Next Station London erhält den Nachfolger. Ja, es ist ein Flip-and-Ride-Spiel, also ein Spiel, bei dem man Karten aufdeckt und dann etwas auf seinem Spielerblock einträgt, in diesem Fall U-Bahn-Linien. Und nach Next Station London kam schon Next Station Tokyo als Nachfolger, was etwas komplexer war, was wir sehr gut fanden. Das kam bei uns super oft auf den Tisch, wirklich ein Dauerbrenner, haben wir überall mitgenommen, auch im Zug gespielt. So, und wie heißt denn jetzt das Neue? Ja, jetzt kommt der dritte Nachfolger und zwar Next Station Paris. Und das soll bereits in den nächsten Wochen erscheinen und eine eher familientauglichere Variante dieses Spiels sein. Also falls ihr Next Station London gespielt habt, das wird jetzt eine Spur einfacher und perfekt für Spieleabende mit der Familie, mit Freunden, die vielleicht nicht so viel spielen. Und wenn es annähernd so gut ist wie die Vorgänger, dann glauben wir, wird es auch richtig cool. Also kann man eigentlich sagen, so vom Level her Next Station Paris ist das Einfachste, dann London und dann Tokio. Tokio, genau. Eine Spieleneuheit für Experten-Spielerinnen und Spieler, die dieses Jahr erscheint, ist Inventions vom portugiesischen Spieleautor Vital Lacerda.
Von seinen Spielen hat es tatsächlich vier Spiele in die Board Game Geek Top 100 geschafft. On Mars, Kanban, Eevee, The Gallerist und Lisboa. Und Lacerda ist bekannt für seine mechanisch sehr komplexen Spiele, die auch thematisch einiges mitbringen. Und deswegen hoffen wir schon, dass Inventions genau auch wieder so wird. Und allererste Eindrücke von Testern zeigen auch schon, dass es so ist. Durchaus komplex, aber auf jeden Fall sehr gut. Und thematisch geht es darum, Ideen zu entwickeln, daraus dann Erfindungen zu schaffen und die dann irgendwie in die Welt zu tragen. Ja, macht irgendwie auch Sinn. Der Name her. Wir fanden es interessant. Wir haben es auch schon auf der Spiel in Essen gesehen und ganz kurz mit Vita darüber sprechen können. Und haben dann auch natürlich den Kickstarter unterstützt. Der soll jetzt Ende März, Anfang April ausgeliefert werden. Und kurz darauf soll es dann sogar schon bei Skellig Games in Deutschland rauskommen. Ein weiteres sehr interessantes Expertenspiel, das dieses Jahr erscheint, ist Unconscious Mind oder Das Unbewusste, wie es auf Deutsch heißen wird. Das spielt sich in den Sphären der Psychotherapie ab. Und der Kickstarter soll jetzt auch bald ausgeliefert werden, im zweiten Quartal 24, glaube ich. Und man kann auf Frosted, bei Frosted, so auf der Website, schon die deutsche Version des Spiels vorbestellen. Die wird dann aber erst zur Spielmesse im Oktober erhältlich sein. Das haben wir doch auf der Spielmesse gespielt, oder? Ja, wir haben es auf der Spielmesse letztes Jahr schon den englischen Prototypen gespielt. Und man spielt da Therapeuten, die Patienten behandeln. Und Mechanik und Thematik greifen da wirklich schön ineinander. Mhm. Also ich kann mich erinnern, mir hat das wirklich viel Spaß gemacht. Ich fand auch, die Grafik sah schon ziemlich cool aus. Ja, optisch auch ein Knaller. Und das Einzige, was man bedenken muss, es ist doch sehr komplex. Es hat auf Board Game Geek, der Plattform, ein Komplexitätsrating von fast 4 von 5. Also okay, wirklich krass. Sehr, sehr hoch, 3,97, glaube ich. Und ich weiß noch, unser Kumpel, mit dem wir es auf der Messe gespielt haben, der hat gesagt, es ist ihm fast schon eine Spur zu komplex. Aber wenn man Expertenspiele mag, die noch dazu thematisch sind und vielleicht sich für Freud etc. interessiert, dann sollte man da auf jeden Fall einen Blick drauf werfen. Ja, ein weiterer Kickstarter, der jetzt sogar erst startet und den ihr noch mitmachen könnt, ist von dem Spiel Flow. Und da geht jetzt erst der Kickstarter los und das soll sogar dieses Jahr noch ausgeliefert werden. Also wenn's es geht echt ratzfatz, wenn das klappt. Und wir konnten das Spiel sogar schon auf der letzten Spielmesse in Essen sehen und mit dem Kollegen vor Ort mal drüber sprechen. Sieht richtig toll aus, finde ich optisch. Es sieht sehr schön aus und soll auch sehr spannende Mechaniken haben. Man platziert und bewegt irgendwie Figuren, entwickelt seinen Charakter weiter und kann da Gebiete erkunden. Und das sieht wirklich alles ziemlich cool aus, ne? Auf einer sehr großen Map auch. Ich hoffe nur, dass die Mechaniken dann auch gut alle zusammen funktionieren und das Spiel nicht zu viel will, so ein bisschen von allem. Aber erstmal bin ich da schon ein bisschen gehypt, muss ich sagen. Von der Optik und dem, was das Spiel verspricht. Wenn es das auch hält, kann das richtig gut werden. Schauen wir es uns mal an. Ja, bei manchen Neuheiten geht es schnell, bei anderen muss man länger warten. Aber dieses Jahr soll ein Spiel, auf das wir uns sehr freuen, nun endlich erscheinen, und zwar Queen's Dilemma. Ich glaube, 2 Jahre warten wir da schon drauf, wenn ich mich nicht täusche. Und das ist ein narratives Kampagnenspiel, in dem man als Spieler oder Spielerin laufend Entscheidungen treffen muss, die dann die Geschichte beeinflussen und am Ende entscheiden, ob ich eine gute Anführerin bin oder eben nicht, ob ich besser als die anderen bin. Zum Beispiel investiere ich eher Geld, um mein Land zu ernähren, um Essen für alle bereitzustellen, damit sie nicht hungern müssen, oder investiere ich Geld ins Militär, um mein Land zu verteidigen. In beiden Fällen habe ich natürlich das Risiko, entweder mein Land wird vom Krieg überrollt und alle sterben oder die Leute verhungern, also Pest oder Cholera. Aber auf jeden Fall sehr spannend. Und ich stelle es mir ein bisschen vor wie ein Mix aus Game of Thrones, das Rollenspiel. Und es hat auch noch einen Area-Control-Aspekt, wo man also um Gebiete auf dem Spielfeld kämpft. Daher vielleicht so ein bisschen Risiko, aber besser. Es gab schon Vorgängerspiel King's Dilemma. Und Queen's Dilemma setzt eben mit diesem Area-Control-Aspekt dem noch eins obendrauf.
Und da freue ich mich sehr, wenn das endlich kommt. Im Q3 auf Englisch angekündigt und Ende des Jahres dann hoffentlich noch vor Weihnachten auch auf Deutsch. Dann drücken wir mal die Daumen, würde ich sagen. So, wir kommen zum letzten Teil unseres Videos, denn es gibt jetzt mehr und mehr Spiele-Events in Deutschland, in Österreich, als auch im englischsprachigen Raum. Und wo immer ihr wohnt, ist bestimmt auch für euch was dabei. Für manche Events lohnt es sich sogar mal ein bisschen weiter wegzufahren. Wir haben euch einen kleinen Überblick der größeren oder spannenden Events dieses Jahr mitgebracht. Es gibt viele von dem deutschsprachigen Raum, von Wien über Bayern bis in den hohen Norden, Bremen, Hamburg. Da ist bestimmt für jeden was dabei. Wer Spieleneuheiten entdecken möchte, für den eignen sich besonders die Spieldoch mit den Frühjahrsneuheiten und natürlich auch die Spielmesse in Essen mit den Herbstneuheiten. Und ein kleiner Geheimtipp von uns sind dann noch die Bremer Spieletage. Ja, die sind nicht so für Neuheiten, aber die sind sehr gemütlich und statt großen Hallen findet man da viele Spielezimmer in der Bremer Volkshochschule. Und wir waren da vor ein paar Jahren, da gab es auch ein lustiges Gewinnspiel, wo man gegen eine kleine Spende so einen Stapel bunte Karten bekommen hat, die man dann mit anderen Besucherinnen getauscht hat, um dann ein vollständiges Set zu bilden, mit dem man dann was gewinnen konnte. Da hat man sogar noch irgendwie einfach andere Leute kennengelernt und so ist dann ins Gespräch gekommen. So. Genau, also Bremer Spieletage auf jeden Fall ein kleines Highlight für uns. Ja, und wenn ihr nur ein Event im Jahr besucht und da spieletechnisch immer auf dem neuesten Stand sein wollt, dann müsst ihr euch natürlich unbedingt für die Spiel in Essen entscheiden. Die größte Spielemesse in Deutschland weltweit mit fast 200.000 Besuchern, wahrscheinlich dieses Jahr noch mehr. Und wenn ihr dieses Jahr dabei sein wollt und noch keine Unterkunft habt, dann solltet ihr euch jetzt möglichst schnell schon drum kümmern, damit ihr nicht so teure Hotels oder Airbnbs habt und dann auch gut was bekommt. Das ist nämlich schnell ausgebucht. Es gibt auch noch zwei internationale Spiele-Events, die so groß und spannend sind, dass es sich aus unserer Sicht auf jeden Fall lohnt, dafür auch mal ins Ausland zu reisen. Die UK Games Expo in Birmingham und die Gen Con in den USA. Und auf der UK Games Expo waren wir jetzt schon zweimal. Und während man auf der Spiel in Essen trotz einiger internationaler Besucher, Besucherinnen hauptsächlich unter Deutschen ist, kann man eigentlich sagen, fühlt sich das Ganze auf der UK Games Expo doch ein bisschen internationaler an. Man trifft internationale Verlage und internationale Autorinnen. Und was uns besonders gefällt, ist, dass während man auf der Spiel in Essen um 19 Uhr rausgehen muss, kann man auf der UK Games Expo noch bis tief in die Nacht zocken, bis 23 Uhr, glaube ich, noch irgendwie sogar 0 Uhr? In den Hallen oder so. Ja. Und dann bis nachts um 2, glaube ich, noch im Hotel. Und außerdem kriegt man alle Spieleneuheiten, die da im englischsprachigen Raum rauskommen, direkt mit in die Hand und kriegt die halt ein bisschen früher als in Essen. Und letztes Jahr zum Beispiel konnten wir da schon ganz als allererstes uns Lorcane angucken, das dort spielen. Da haben wir sogar ein Video her gemacht. Und teilweise kann man sogar schon limitierte Auflagen im Vorfeld kaufen. Das finde ich richtig cool und es ist auch einfach viel entspannter und ein bisschen kleiner als die Spielmesse in Essen. Und wir haben auch einen ziemlich großen Loot an Spielen mitgebracht aus dem letzten Jahr. Gerade so in die Koffer gepasst. Ja, und dann gibt es natürlich noch die Gen Con in den USA. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Die ist riesig, soweit ich weiß. Wir waren noch nicht dort. Ist zwar theoretisch kleiner als die Spiel in Essen, hat weniger Besucher, aber sie wirkt auf den Bildern und Videos einfach noch mal gewaltiger als die Spiel. Diese Hallen dort sind riesengroß und hoch und der Ansturm auch ist schon verrückt. Und ich glaube, das ist noch mal ein anderes Erlebnis als die Spiel in Essen. Auch diese amerikanische Art, alles muss groß sein, gigantisch. Ich glaube, ihr müsst uns mal sagen, ob wir da für euch mal hinfahren sollen dieses Jahr. Ich weiß ja noch nicht. Wir überlegen es tatsächlich. Es wäre schon etwas verrückt, für die Gen Con in die USA zu reisen. Aber wir planen dieses Jahr ohnehin eine Nordamerika-Reise. Und da würde es sich anbieten. Man trifft auf der Gen Con natürlich auch das
Who is Who der amerikanischen Brettspielszene. Und man bekommt dann noch mehr Spiele-Neuheiten vorab als auf der UK Games Expo. Daher, mich würde es reizen, vielleicht schauen wir uns das dieses Jahr mal an. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr denkt. Wenn euch die Events und Spiele auf unserer Liste neugierig gemacht haben, dann schaut euch auf jeden Fall auch dieses Video an, wo wir ein paar der Spiele-Neuheiten, die jetzt auf Deutsch erscheinen, im Detail vorstellen. Und vergesst natürlich nicht, an unserem Gewinnspiel teilzunehmen. Viel Erfolg bis zum nächsten Mal. Bis gleich im nächsten Video.